Also es ist Zeit fürs Finale und das ist natürlich wie immer das hier. The Circle. Der Weg ist weit, aber dafür die Regeln umso kürzer. Die Spieler starten auf sich gegenüberliegenden Seiten eines Kreises. Beide sind Fänger und Läufer zugleich. Ein Spieler kann zu einem beliebigen Zeitpunkt mit einem Mitspieler wechseln. Jeder aus dem Team darf nur einmal laufen. Das Team, dessen Spieler seinen Gegner einholen und fangen kann, gewinnt das Match und wird deutscher Meister im Fangen. Jeder will deutscher Meister werden und diese beiden Teams haben es jetzt in der eigenen Hand oder beziehungsweise in den eigenen Beinen. Jan, jetzt kommt das große Finale. Das ist doch der Moment, warum du Kommentator geworden bist, oder? Genau so ist es und wenn ich jetzt einen Favoriten festlegen müsste, so bauchgefühlmäßig, kann ich mich nicht entscheiden. Jeder läuft genau einmal, das ist euch glaube ich klar. Seid vorsichtig mit dem Stab, der sollte nicht runterfallen. Wechsel sind wichtig und damit ist eigentlich alles erzählt. Wir sind bereit fürs große Finale der Deutschen Meisterschaft im Fangen 2022. The Circle beginnt jetzt. 3, 2, 1, Catch. Mach nicht zu schnell. Die letzten Ansagen von Team Lila an Christian, der jetzt erstmal entspannt, meditativ seinen eigenen Rhythmus läuft. Pietro macht das sehr, sehr gut. Jeder ist für sich so ein bisschen unterwegs. Okay, ganz klar taktisch. Vom Fleck weg, vor allen Dingen bei den Lilanen, die, glaube ich, sehr auf die Ausdauer auch von Christian setzen. Wir sehen es, wenn das Tempo nicht so wahnsinnig hoch ist, halten sich die Fliehkräfte dann auch in Grenzen, die hier sonst wirken. Und Sie können das zu Hause im Garten, wo auch immer, auch mal ausprobieren, die ganze Zeit im Kreis zu laufen. Gar nicht so einfach. Es sieht easy aus, aber man muss in der Spur bleiben. Läuft so ein bisschen unnatürlich die ganze Zeit im Kreis. Pietro mit mehr Ausdauer, als, glaube ich, viele gedacht haben. Aber der Abstand bleibt gleich. Pietro fängt so ein bisschen an zu beißen. Dean feuert an. Teamübergreifend. So, Christian, wenn er mal rüber guckt, sieht er, dass da jemand ganz schön kämpft. Jetzt gibt es den Wechsel. Den ersten. Stark gelaufen von Pietro. Da legst du ihn nieder. Aber der liegt da zurecht. Und jetzt kommt Robert und verschärft das Tempo so ein bisschen. Wichtig natürlich, dass Christian das im Blick hat, was da direkt hinter ihm passiert. Ja? Jetzt wird das Tempo angezogen. Nächste Wechsel, sagt er. Und weiß selber, okay, er muss noch mal ein bisschen Gummi geben. Festhalten ist nicht erlaubt. Armring und jetzt wird gewechselt. Anne kommt. Wechsel muss passen. Wechsel passt. Stark. Wie Anne sofort auch ins Tempo geht. Stab wird kurz gewechselt. Und Robert bei gleichbleibendem Tempo. Schon erstaunlich, wie der das macht. Gibt sich in Ausdauer übrigens eine 10. Der Rugbyläufer. Anne ist da ein bisschen bescheidener unterwegs. Ja. Er kommt näher und der sieht noch frisch und gut aus. Dennis muss übernehmen bei Lila. Taktisch perfekt gewechselt. Jemand Frisches zu haben. Robert hat so ein bisschen dran geschnuppert an dem möglichen Erfolg. Aber Anna hat das gut gemacht und sie haben es als Team exzellent gelöst bekommen. Geht gerade über so ein bisschen in die entschleunigte Phase bei Robert. Da kündigt sich der nächste Wechsel an. Jetzt ist die Frage, hat Dennis mal ein bisschen Beschleunigung drauf? So ein bisschen auch die Entdeckung der Geschwindigkeit wäre nicht ganz so verkehrt. Der Wechsel auf Arlene. Und jetzt kommt Tempo rein in dieses Spiel. Sensationell gut. Die Ninja-Sportlerin. Ja, jetzt ist sie auf der Jagd und jetzt kann Dennis auch nicht mehr. Übergibt an Olli. Thank you.
ins Laufen zu bringen. Nee, Benny kommt geflogen. Benny ist da, Benny lacht und Benny schlägt. Das Team Orange, das Team Pietro Lombardi ist deutscher Meister von 2022. Glückwunsch! Der deutsche Meister 2022, wer hätte es je gedacht, ist das Team Bombardi. Hier ist das Ding. Pietro Lombardi gewinnt mit seinem Team die deutsche Meisterschaft. Pietro, Nummer 1 in den Charts, kein Problem. Auf Instagram ein Weltstar und jetzt deutscher Meister empfangen. Wenn ich eine Ansage mache, Team Lombardi wird zu Bombardi, dann explodiert es und dann passiert genau das hier. Verdienter deutscher Meister. Hut und Kappe ab. Die Ehrenrunde für die Zuschauer zu Hause. Pietro, du kannst auch singen. We are the Das war Catch, das war aus Köln mit einem unerwarteten, aber verdienten deutschen Meister im Fangen. Simon, wir sagen Tschüss, danke fürs Servus, Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir sind wieder da bei Catch. Tschüss.